Und zurück zu einer neuen Folge Shadow of the Colossus. So, weiter geht's mit der siebten Folge schon, Leute. Und wir machen uns natürlich gleich auf zum nächsten Koloss, der in dieser Richtung liegt. Schauen wir doch mal, ob wir den finden. Bleh. Gleich mal runtergefallen. Dann beten wir gleich nochmal. So. Dann wir mal ein Pferdchen. Mein Pferdchen. Hallo? Pferdchen. Hütehü. Das ist auch schon sehr schön. Ich mach mal das Bildmachgerät wieder an. Oh, Leute, ich schwitze immer noch. Ich nehme hier immer ein paar Folgen am Stück auf. Es ist so extrem warm hier. Ich glaube, nach der Folge werde ich auch ein kleines Päuschen einlegen. Einen anderen Tag weiter aufnehmen. Aber ihr habt natürlich keinen. Geht immer schön weiter hier. Für euch. Ihr merkt es ja eh nicht. Wie dahin? Kommen wir denn da? Ist da hinten noch ein Durchgang? Jetzt hier hin. Ich schau mal auf die Karte. Wir müssen da hinten durch, okay. Also hier lang. Hinter den Felsen anscheinend. Ah, hier geht's weiter. Ich glaube, das müsste jetzt auch schon der sechste Koloss sein, den wir uns hier nähern. Die Effekte sind schon sehr, sehr schön. Ja, schaut schon nice aus. Sein. Ich gehe mal zu Fuß. Komme gleich besser klar. Sehr, sehr cool gemacht. Und das noch? Nee. Das mag nicht. Ah, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Kann es sein, dass es der Flugdrache ist? Müsste hier unten irgendwo sein. Ich glaube, dass wir hier richtig sind.
denn eigentlich? Okay, gehen wir nochmal da rein. Schauen wir mal, ob hier richtig sind. So. Okay, wir scheinen richtig zu sein. Sorry, Leute, ich muss mich immer wieder abwischen. Das ist so extrem hier. Biebsch. Das würde ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich schön gemütlich runter cruisen. Was denkst du? Bartmann. Okay, wie müssen wir den bespielen? Ich glaube, dass wir hier noch gar nichts machen können. Wieder hoch jetzt. Das wäre
Energie tanken. Okay, hat hier aber keinen Schwachpunkt. Ah doch, sehe ich erst wegen Schwertkampf, okay. Zwei Schläge noch, da müsste es gewesen sein. Okay, fertig. Grab des Riesen. Ging relativ fix, muss ich sagen. Hätte ich echt nicht gedacht, dass es so schnell geht. Sehr schön. So, dann sagen wir nochmal, schauen wir mal, was wir jetzt zu erzählen haben. Eine Ruine im verborgenen See. Unter Wasser, okay. Gut, Leute, was dann unter Wasser auf uns wartet, das schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder dran bleibt und mir ein bisschen Feedback gibt, wie euch das Ganze hier gefällt. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Reingehauen, euer Andi.